Und hallo, liebe Zuschauer, nochmals am heutigen Nachmittag zum JFD Live Trading TV mit Blick diesmal auf die US-Indizes, auf die US-Märkte. Hier vor dem heute ab 19 Uhr, speziell 19:30 Uhr, dann die Pressekonferenz, nämlich hier dem anstehenden Fed-Event. Die US-Indizes hier klar im Rückzug, weiter schwächer, aber noch nichts Dramatisches passiert, wenn man es mal so betrachtet. Wir haben hier beim S&P 500 im großen Bild, da gehe ich gerne mal drauf ein, hier gestern ja die Stabilisierung im Bereich 2065 gesehen. Das schauen wir uns auch gleich nochmal im Stundenchart an. Sehr, sehr spannendes Level. Allerdings just wieder hier an dieser Abwärtstrendlinie heute gescheitert. Die Fed sollte es heute im Prinzip richten. Ab 19 Uhr 19:30 dürfte sich mit dem Impuls, der dann zu erwarten ist, entweder nach oben raus, also hier insbesondere über das gestrige Tageshoch 2079 rund oder unter das gestrige Tagestief. Man kann diese Kerze hier durchaus als Range-Kerze verwenden. Unterhalb von 2063 wäre dann hier zum Beispiel ein Abwärtsniveau zu erwarten, das hier dann eben doch nochmal stärkere Rücksetzer initiiert. Also hier sollte man in jedem Fall eine gute Stunde nach dem Fed-Event schauen, wie sich hier die Tageskerze Schrägstrich dann eben auch hier jetzt gleich, wie gesagt, die Stundenkerzen entwickeln. Denn kurzfristig haben wir diesen Abwärtstrend bestätigt. Wir sehen hier diese Abwärtstrendlinie mit diesen Mehrfachbestätigungen. Das ist nahezu Paradebeispiel, wie der Markt hier ja, tendieren kann und eben so eine solche schräge Trendlinie dann doch mehrfach bestätigt. Der signifikante Ausbruch über diese ist eben nicht gelungen. Umso interessanter wäre es eben, wenn der Ausbruch erfolgt. Obacht geben, wenn der Index hier rauszieht, eben hier die Niveaus 2079 sprengt, dann wäre hier sichtliches Aufwärtspotenzial gegeben, das dann eben hier auch dazu führen dürfte, dass hier der S&P 500 diese ja vorausliegenden Widerstände Step by Step sozusagen abarbeiten könnte. Die Chancen, dass wir dann in Richtung 2100 mit Blick auf die nächsten Tage laufen, sind gut. Allerdings nur solange eben wir ausbrechen nach oben. Gehen wir hier unter 2065 nach unten runter, muss man ganz klar sagen, hier speziell unter dem 50er Retracement hier des letzten Impulses, ja, dann sieht es so aus, als würden wir definitiv nochmal in Richtung 2040 Punkte abdriften. Das ist eine sehr schöne Eingrenzung der gegenwärtigen Chart-Situation. S&P stabilisiert sich hier signifikant oberhalb vom 38er Fibonacci-Level. Das ist eine gute Situation in Verbindung so um dieser Unterstützung hier bei 2065 Punkten. Also alles in allem eine Situation, die hier komfortabel daher kommt. Auch hier im Tageschart, wie gesagt, mal abwarten, was passiert. Abgeleitet auf den Wochenchart hier die Situation, dass wenn es heute, und das gab es in der Vergangenheit eben häufiger, nach einem Fed-Event zu positiven Impulsen kommt, sich der Markt dann hier durchaus wieder aufrappeln dürfte. Ganz anders eben, wenn neue Tiefs kommen. Da müssen wir die Situation neu bewerten, ob der Markt hier wirklich bei 2040 Punkten Halt macht. Falls nicht, Sie sehen es, haben wir hier bei 2000 Punkten die nächste signifikante Unterstützungsmarke. Wir werden das weiterhin hier eng beobachten beim JFD Live Trading TV, um Sie praktisch hier ja, mit den Märkten zusammen im Kontext betrachtet auf dem Laufenden zu halten. Warten wir ab, was die Märkte uns denn da entsprechend zeigen werden. Der Dow Jones kommt ein bisschen unglücklich daher, den klicke ich jetzt gerne mal an. Der sieht technisch nicht ganz so gut aus wie der Nasdaq oder auch der S&P. Also hier, Sie sehen, Widerstand bestätigt, 17.900 Widerstandsmarke. Aber ganz ehrlich, liebe Zuschauer, der Dow Jones ist ein sehr, sehr eigenartiger Index in Sachen seiner Zusammensetzung, in seiner Konstellation. Man darf froh sein, dass die Apple-Aktie jetzt wenigstens aufrückt in diesen Index. Ansonsten ist der Index für mich selbst wenig repräsentativ, wenn ich mir den US-Markt anschaue, da eher der S&P 500 und eben der Nasdaq. Das sind eigentlich die zwei Indizes, auf die man hier analysetechnisch den Fokus legen sollte. Beim Dow Jones wäre es trotzdem Markt, na klar, der sieht hier eindeutig eine technisch eher schlechtere Situation. Ist das hier vielleicht eine Vorausschau dessen, was uns heute Abend erwartet? Wenn der Index unterhalb von 17.900 Punkten auf Tagesbasis bleibt, sieht es eher so aus, als würden wir hier weiter fallende Preise sehen. Das leitet sich beim Dow Jones zumindest ab. Gefällt mir aber technisch, wie gesagt, nicht ganz so, passt auch nicht in die Saisonalität. Hier viel interessanter der Nasdaq 100 Index, dem ich jetzt hier rein technologiebasierend eher weitere Chancen auf der Oberseite einräume. Wenn es heute hier kein böses Gewitter seitens der Fed gibt, könnte es eben hier zur Attacke in dem Bereich 4.400 Punkte kommen. Hier diese Abwärtstrendlinie seit dem letzten Mehrjahreshoch, und das wäre doch hier ein erstrebenswertes Ziel, denn wenn es darüber rausgeht, dann hätten wir nicht nur diesen Aufwärtstrend bestätigt, sondern hätten dann auch ein prozyklisches Kaufsignal mit Ziel bis zu den letzten Hochs 4.500 und mehr wären dann durchaus wieder drin. Also der Index macht technisch gesehen einen viel, viel besseren Eindruck, und auch im Stundenchart sieht das nicht schlecht aus, was wir hier haben. Eine Stabilisierung auf hohem Niveau. Gestern sind wir auch dann noch relativ gut rausgekommen.
So, schauen wir uns das mal an. Aktualisieren wir das Fibonacci-Level. Hier haben wir den Supportbereich bei 4.345 Punkten rund. Den sollten wir jetzt nicht unterschreiten. Kurzfristig, wie gesagt, hier eine schräge Trendlinie macht sich jetzt schon wieder schwer. Man könnte aber auch anhand des heutigen und gestrigen Verlaufstiefs hier symbolisch diese Trendlinie mehr oder weniger mal in den Chart ziehen. Knüpfen wir das noch an diese Kerze an. Da haben wir zumindest mehrere Auflagepunkte, die halten sollten, um den Index eben nach oben zu beflügeln. Wir haben hier diese kurzfristige Abwärtstrendlinie, die man auch schon im Tageschart gesehen hat. Hier sollte es drüber rausgehen. Oberhalb von 4.400 Punkten hätten wir dann ein taktisches Kaufsignal und der Markt, Schrägstrich die US-Indizes, dürften weiter nach oben gleiten. Wollen wir mal hoffen, dass hier die Fed keinen Strich durch die Rechnung machen, denn technisch, wie gesagt, sehen die Indizes ganz gut aus. Dow Jones nicht, aber S&P 500 und Nasdaq 100, ich kann mich da nur noch mal wiederholen, die zwei spielen für mich die größere Rolle und die sehen technisch nicht schlecht aus. Der DAX heute ja auch ein bisschen schwierig, hat sich aber von seinen Tagestiefs erholen können. Im Prinzip wartet der wahrscheinlich auch auf das, was dann hier an Reaktion ab 19:30 folgen wird. Liebe Zuschauer, lassen wir uns bis dahin überraschen. Heute Abend gibt es das Live Trading, hätte ich fast gesagt, nein, das Live-Charting-Webinar, 20.30 Uhr, ein Stück weit nach der Fed, das ist auch okay, da wir dann nämlich auswerten können, was die US-Indizes letztlich genau gemacht haben. Ab 20:30 Uhr geht es, wie gesagt, los. Eine gute Stunde werden wir uns da einzelnen Aktien und auch natürlich den US-Indizes widmen und auch natürlich eine Vorausschau auf den DAX mal geben, was der für Optionen noch hat. Wenn Sie mögen, schalten Sie heute Abend an. Ansonsten natürlich täglich wieder bei dem JFD Live Trading TV. Ich sage jetzt erstmal danke fürs heutige Dabeisein. Wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Abschluss am heutigen Handelstag. Beste Grüße durch den Äther, Ihr Christian Kämmerer.